Ja! Bam, bam, bam! Willkommen zurück zu Legend of Zelda The Minish Cap. Ich würde sagen, wir werden heute mal anfangen mit ein wenig 100% Hunting. Denn ihr seht schon, mein ganzes Geld ist weg. Ich habe mir ein paar Steine gekauft und wir werden ein bisschen traden. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Steine für diese junge Dame. Habe ich leider nicht. Okay. Soweit ich weiß, kann man aber manche von denen auch einfach farmen, indem man Gegner besiegt oder Grasbüsche kaputt macht. Ist nicht so schlimm, dass ich mein ganzes Geld jetzt ausgegeben habe. Wir werden sowieso heute ein paar goldene Gegner bekämpfen. Mehrere auf jeden Fall. Einen von diesen goldenen Gegnern finden wir sogar oben in den Bergen. Also nicht oben links, sondern oben rechts in den Bergen. Und zwar... Lass mich lügen. Hier, glaube ich. Genau. So, keine Ahnung, irgendwas. Und ich wette, das wird ziemlich easy heute sein. Wir werden ja generell heute einfach nur ganz viel Geld farmen, ganz viel erkunden und die nächsten ein, zwei Folgen wahrscheinlich auch. Okay, der kriegt mich jetzt schon relativ gut, aber ich krieg ihn auch. Let's go. Und ein Fragment, vielleicht sogar das, was wir brauchen. Das wir sehen. Tatsache. Tatsache. Oh, noch ein Fragment. Jetzt freue ich mich über die Dinger. Weil jetzt möchte ich diese Fragment-Quest endlich abschließen. So, soweit ich weiß, gibt es hier aber noch mehr zu erkunden. Da links ist noch eine Höhle. Und das war's. Okay. Können die, glaube ich, einfach abspringen, oder? Ja. Einfach ins Wasser. Und hinter das Wasserfall. Ein Herzteil! Ja, die müssen natürlich auch noch alle sammeln. Die müssen wir natürlich auch noch alle sammeln. So, und nur ganz kurz gesagt, weil es mir einfällt, wir können übrigens nicht auf der deutschen Version des Spiels 100% machen, weil manche Sachen hier verglitscht sind. Das habe ich aber schon mal erwähnt, zum Beispiel mit den Häusern und so. Wir machen alles, was in der deutschen Version möglich ist. Das ist der Plan. Ich hoffe, es klappt auch. Und, ja, ich gehe jetzt weitersuchen. Also, nee, warte, ich muss gleich weitersuchen. Weil, wie gesagt, die eine Lady in der... In der Kneipe, die können wir schon einen Besuch abstatten. Da wir ja für sie jetzt endlich das haben, das Ding. Ich hoffe, die gibt mir irgendwas Wertvolles. Wie cool das ist, mit so einem langen, großen, goldenen Schwert rumzulatschen. Das ist cool irgendwie. So, hier, das für dich. Nein, doch nicht. Das hier ist für dich. Ja, Micha. Das ist gut. Da können wir direkt schon hin. Ich weiß ganz genau, wo es ist. Es ist ganz oben rechts. Mhm, ja. Da können wir jetzt hin. Sonst wollte niemand mehr tauschen, oder? Ich hole nochmal ganz kurz nach, bevor ich es vergesse. Okay, nee, will niemand. Okay. Aber ich meine, das könnten wir direkt schon machen, weil... Es gab da doch einen direkten Teleportationspunkt durch die Ocarina, oder? Hier! Oder ist das zu weit weg? Ah, nee, sollte eigentlich okay sein. Ich meine, ich kann hier einfach direkt runter. Oder? Ja. Da oben, meine ich, haben wir schon. Oder? Haben wir das hier schon? Das hier? Hier haben wir doch gar nicht. Hier ist auch ein Herz, wo wir nicht rankommen. Aber... Jetzt habe ich es verpasst, oder? Wo war das? War das hier? Nee, ach, hier ist das. Ah. Hier ist das. Holen wir unsere Claws raus und BAM! Oh. Oh. Das war nur für 50 Rubine. Ernsthaft? Das ist irgendwie super duper lame. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, wir haben ja auch beim letzten Mal oder vom vorletzten Mal oder so ein neues Item bekommen, mit dem wir fliegen können. Vielleicht hilft uns das, irgendwie an andere Ort hier, ranzukommen. Eigentlich muss es das ja, ne? Weil es gibt noch viele Orte, wo wir noch nicht alles erkundet haben. Ich meine, hier können wir doch bestimmt rüberfliegen einfach, oder? I mean... Versuch's mal. Tatsache! In der Luft! Und ja? Das funktioniert. Und so können wir bestimmt auch da oben ran, oder? Bestimmt, Mann. Bestimmt. Okay, verdammt. Das muss aber richtig timen. Ich bin nicht super gut mit diesen Flügeln. Aber es hat funktioniert. Okay.
Wunderbar. Ich hätte so, wie gesagt, so ein Quick Change mit den Items. Das hätte ich gerne. Ohne große Höhle, darauf habe ich Bock. Fragment, sehr schön. Noch ein Fragment und hier geht's weiter zu einem anderen Gebiet. Oh Gott, was wird ihr denn hier? 3 Hits. Das war bestimmt noch nicht immer so wenig Hits, oder? Oh, wundersame Wand. Hey, guck mal hier. Perfekt. Ich weiß übrigens nicht, ob man von einem Fragment zu viel haben kann. Das weiß ich nicht. Aber hey. Die nächste Mal ist noch schwieriger. Wir suchen es trotzdem. Was passiert denn jetzt? Kriegen die Hilfe? Ja, noch ein dritter Corona. Ich hab dich gerochen, mein Freund. Was machst du hier? Hä? Du bist eine große Hilfe, lass uns die Mauer gemeinsam reißen. Alles klar, Bro. Aber sie brauchen 4. Ja, da brauchen wir nicht hingehen, wir brauchen 4 Leute. Außer wir könnten die 4. Person sein. Das kann ich nicht mal nachchecken. Aber erstmal muss ich die Höhle hier noch abchecken, weil wir sind ja noch nicht durch. Badabada, Müll. Muscheln sind Kacke, Mann. Hier ist noch eine Höhle, noch eine Kiste. Eigentlich nicht? Scheinbar nicht. Also wirklich lang. Gott, ich weiß es nicht. Es gibt ja noch so viele Orte. Wo könnte noch was sein? Wo könnte nichts mehr sein? Hier ist eine Kiste. Ey. Hier bestimmt auch. Nee, aber da links. Nein, aber hier links. Nein. Okay, hier ist eine Leiter. Die führt mich weg. Also, was ist denn hier? Ist hier auch eine Leiter oder ist hier was ganz anderes? Oh Gott, das fühlt mich so weit weg. Holy moly. Das sieht verglitscht aus. Soll das so aussehen? Warum sind da überall 8? Hä? Was? Nee, das kann irgendwie nicht stimmen. Irgendwas ist hier falsch. Aber hier ist die Kiste. Ich habe, glaube ich, das Spiel aus Versehen kaputt gemacht. Ups. Ey, das war wirklich nicht intentional. Außer es soll so aussehen, aber das ist freaking weird. Wenn das so aussehen soll. Wo bin ich denn? Hallo? Hä? Nö? Aha! Ich bin überfordert. Aber es ist in Ordnung. Weil wir haben rechts noch eine Leiter und die führt uns neu hin. Was heißen diese 8? Was heißt die 8? Was möchte ihr uns damit ausdrücken? Was ist hier überhaupt? Okay. Ich hoffe, ich habe das Spiel nicht verglitscht. Ein Herz sein nur? Haben wir vorhin ein neues Herz bekommen? Ich hab's nicht gemerkt. Okay. Sieht immer noch kaputt aus. Oh nein. Oh nein! Ey, das müssen wir aber auf jeden Fall in den Kommentaren wissen lassen, ob das so normalerweise aussieht, weil das denke ich nicht. Hör, was zum... wo sind wir? Irgendwo ganz, ganz, ganz oben, geheim in dem Wald. Ein Baumhaus oder so. Oh Gott, das ist jetzt weiter mit dem Graben. Das ist bestimmt nichts, aber ich werde es trotzdem machen. Nichts? Nichts. Ich habe es halt legit sogar vorhin gesagt, aber na gut. Bohnenstange. Ich kann da rauf. Wow, das sieht cool aus. Wo bin ich denn hier? Ab in den Himmel? Oh yeah. Rubine! Herzteil! Und natürlich Müll. Der darf nicht fehlen. Kann ich runterfallen? Nee. Gibt's hier nicht irgendwas? Ah, die Bodenstange, die haben wir freigeschaltet gehabt irgendwann. Aha. Okay.
Okay, das Gute ist, ich muss jetzt nicht den ganzen Weg zurückkrabbeln. Weil ich ja jetzt einfach die Ocarina rausholen kann. Oh yeah. Wartet mal, könnte ich hier nicht auch einfach drüber fliegen? Nee. Er lässt mich da nicht rüberfliegen. Aber ich muss das gar nicht machen, das ist eine Abkürzung gemacht. Ja. Egal. Egal. So, kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen oder nicht? Nee. Oh, was ist denn da bloß dahinter? Wahrscheinlich leckere Steine. Okay, nee, ich kann denen nicht helfen. Okay, ich bin jetzt den ganzen Weg wieder zurückgelatscht. Hierhin, also den kompletten Wald, komplettes Rätsel nochmal gemacht. Für dieses Glücksfragment. Yay, ich guck nochmal ganz kurz, ob jemand traden will. Oh, du willst tatsächlich traden. Oh, bitte hab ich. Ja, ich hab's, okay. Zum Glück, jetzt habe ich sogar 11 von denen. 15 von denen, 12 von denen. Wow, ich habe viel gefarmt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gefarmt, aber nicht so viel. Wow. Hey, sein Geistkumpel geht jetzt weg. Warum habe ich nur bisher so viel Schabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich werde erleuchtet. Also, Nack, ich erwarte dich im Nirvana. Weg ist er. Jetzt können wir da rein, als Minischling. Ich wollte schon von Anfang an Little Space wissen, was da drin ist. Oh, sie passen zusammen, yay! Okay, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bruder und Schwester oder Bruder oder keine Ahnung, Alter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wollte nicht der Typ, der hier gewohnt hat, noch was? Doch, der wollte auch nochmal traden. Habe ich mich richtig erinnert. Boris, der Kameramann. Keine Ahnung. Nee, Boris, der Schaufler. Yeah. Oh, direkt oben. Praktisch. Ah, eine neue Höhle. Ding. Passt perfekt. Mein Victory-Song ist das, den ich gerade da gemacht habe. Herzteil? Herzteil. Herzteil. Hör was zu. Hi. Du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier. Komm mich ab und zu besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm auf jeden Fall vorbei, ja? Was? Wer bist du denn? Oh nein. Rosa Genie. Oder Genie oder was auch immer. Ich muss hier nochmal zurück. Ich habe immer noch nicht genug. Oder ich gehe im Grasbüschel farmen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Okay, nur Müll. Ja, ich schätze, ich muss farmen gehen. Och man. Ah, du kannst mich besuchen, wie schön. Es ist zwar ein Grab, aber mach es dir gemütlich. Okay, hat sie doch nichts Neues mehr zu sagen. Was? Okay. interessant. Wie die beiden schon wieder ineinander reingehen. Ich lass sie einfach mal in Ruhe. Schon wieder? Ich wollte mich nur klein machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich mich ganz kurz winzig schrumpfe. Und... Hilfe! Aua! Ey! 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 Ich habe nichts getan! Ich habe nichts getan! Ah! Hilfe! Davon kriegt Link ein Trauma, ey. Ah! Ganz viele Riesenkühe greifen mich an. Hä? Ja, und jetzt? Hey, gibt's ja gar nichts. Wie, ist das ein... Das soll ein Witz sein, oder was? Hallo? Ich kann gar nichts machen! Was zur Hölle? Oh nein, das sind die... Alter, Alter! Oh mein Gott! Nein, ich kann hier halt wirklich nichts mehr machen. Hä? Oh Gott, Ich werde euch Hühnern das niemals verzeihen, wenn ich das nächste Mal ein Huhn sehe. Dann wird er schon sehen, was er davon hat. Vielleicht muss man auch dieses Hühner-Minigame nochmal machen. Das kann auch sein. Hä? Ah. Okay. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe so viel Zeit für den ersten gebraucht. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ja, ich hab's noch geschafft. Hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Okay, jetzt sind ja alle wieder bei ihr, ne?
Hühner sind weg. Wieso? Die sind noch da. Ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt rein gar nichts geändert. Stimmt, wartet mal. Ich kann doch bestimmt mit der Lampe hier das anzünden und dann geht die Tür auf. Ha! Hätten wir schon ein bisschen früher machen können, aber habe ich komplett vergessen. Ein rotes Fragment. Okay, ich weiß gerade nicht, wer denn ein rotes braucht, aber nehme ich trotzdem mal an. Will noch irgendwer traden? Irgendeiner? Du willst traden, du willst traden! Hab ich. Till, der kleine Till, der kriegt hier ein Geschenk. Oh. Hm? Ha. Okay. Da gab's schon mal was, aber jetzt an einem anderen Ort. Okay, die beiden Ladies, die brauchen kein neues Zuhause, aber die wollen beide nochmal traden. Seit dem neuesten. Okay. Hier Pizzastück Nairu. Na, die eine haben wir schon im Haus gegeben, die anderen brauchen. Nein, dann brauchen wir das nicht. Die waren nicht nett genug zu mir. Ach komm schon, da war ich vorhin. Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt für ein Schmetterling ist. Ein neuer Gegner oder so. Hast du das gleiche oder was hast du? Denn. Ups. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Ja, ich weiß sogar, wo das ist. Also, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock habe, nochmal zurückzugehen zum Friedhof, ohne dieses grüne Fragment zu haben, was ich unbedingt brauche, werde ich stattdessen jetzt das andere machen, was wir bei Dünn gesehen haben. Denn wir können es einfach direkt hier tippen. Das ist ja eigentlich nebenan, ne? Ja, ein, zwei Screens weg. Das geht noch easy peasy fit. Latsch einmal hier durch. Und hier ist es auch schon. Hi. Ein Glücksschmetterling. Jetzt kannst du Pfeile schneller abschießen. Hm? What? Ja. Ist ganz nett, schätze ich. Okay, der andere Schmetterling da oben wird wahrscheinlich auch nochmal das gleiche machen oder sowas ähnliches. Kannst du schneller Bomben werfen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Zurück am Fuße des Gongolberges, denn hier drüben können wir, wenn wir klein sind, nochmal ein bisschen grünes Wasser mitnehmen. Dieses Gongolwasser, das wollte der eine in dem Minnesdorf. Deshalb mache ich das mal ganz fix. Ich denke, das geht da ganz easy peasy. So. Oh, ich kann hier schwimmen. Das war nicht geplant. Ich wollte nur das hier machen. Und dann haue ich wieder ab zum Minnesdorf. Wartet mal. Hier? Dieser Minnesch möchte es einfach mal traden? Seit wann das denn? Heureka! Irgendwie sowas. Ach, da war ich doch vorhin. Ach komm, spielen. Eine Kiste mit wahrscheinlich Muscheln oder so. Keine Ahnung. Ist mir doch so egal, ey. Hä? Es wäre doch praktisch, wenn es Bomben gäbe, die genau das geben, wenn du willst. Ja, schon eigentlich, aber. Diese hast du mir ja noch nicht angeboten, Kumpel. Alles deine Schuld, Mann. Was soll das, hä? Willst du? Du willst tauschen. Seit wann willst du tauschen? Egal, ich bin dabei. Bam, Dienstag. Ich habe keine Ahnung, warum wir auf einmal tauschen wollen, aber. Hä? Da war ich gerade. Das war zwei Bildschirme vorher, da war ich gerade. Das wäre doch toll, wenn man die Bomben fernzünden könnte. Hm, genau, das musst du nur ein bisschen umbauen. Ja, jetzt fällt sie ihm ein, oder was? Ich hole das einfach gleich ab, wenn ich hier fertig bin bei der Quest. Ja, ich mach das gleich. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal den ganzen Weg wieder zurückzulatschen. So, ich habe das Wasser vom Gongolberg bei mir. Ich weiß, hier in dem Fasshaus wollen sie das haben, damit ihre Pflanzen wachsen. Und ich glaube, wenn alle Pflanzen gewachsen sind, kriegen wir vielleicht irgendwas. Vielleicht ein Herz oder so. Das ist dann ganz nett. So, bitteschön, Kumpel. Yay! Das will ich haben! Gibst du es mir? Klar. Badabadam. Wunderbar, danke. Jetzt kann ich wieder forschen, wenn der Typ drinnen blüht. Reicht das, wenn ich außen reingehe, oder? Hi! Ich hoffe, das reicht, wenn ich einfach draußen reingehe. Ich will nicht warten. Ist irgendwas geblüht hier? Noch nicht. Ja, der Typ drinnen blüht noch nicht. Geduld noch ein bisschen.
Na gut. Jetzt hätte ich doch fast dieses Haus hier vergessen. Und fertig, die Fernsehbombe. Genau wie du willst, macht's bomben. Probier's aus. Wenn du einmal brauchst, tausche ich sie dir zurück. Okay, danke. Piep, pup, piep, pup. Fernzünderbomben! Drücke den Knopf, um eine Bombe abzulegen. Drücke den Knopf erneut, explodiert sie! Cool! Das könnte sehr nützlich sein. Schwarze Fernzünderbomben. Nice! Alright! So, und eine letzte Sache noch, bevor ich die Folge beende. Wir können tatsächlich hier eine neue Technik lernen. Hallo, dieser Dantel! Nun bist du noch geschenkter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Okay, ich bring dir die Sturzattacke bei. Erstens, ziehe den Greifmantel an. Zweitens, rüstel dich mit dem Schwert aus. Drittens, spring hoch in die Luft. Viertens, drücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist verbracht. Cool, eine Stampfattacke. Dann let's go. Ja? Okay, jetzt selber machen. Wir holen den Greifmantel raus. Spring. Und ja! Cool, wofür werden wir das denn gebrauchen? Schussattacke erlernen, mit voller Kraft vom Himmel herab. Ist noch irgendwas für mich? Es gibt nichts, was ich dir beibringen könnte. Aber mir fehlen noch ein paar Techniken. Hier, zwei Stück fehlen mir noch. Das ist von irgendeinem anderen Lehrmeister. Ich weiß noch nicht wo. Ich denke, das gucke ich nach und das werde ich schon in der nächsten Folge wissen. Bis dahin und ciao!